Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute zeige ich euch einen köstlichen Cranberry-Himbeer-Smoothie, der sehr gut Blaseninfektionen vorbeugen kann. Gleichzeitig besteht er aus exotischen, gesunden anderen Früchten, wie Aronia-Beeren, Mangos oder Ananas, unter anderem aber auch Chiasamen und Kokosmilch. Zuerst geben wir einen Esslöffel Bio-Chiasamen in den Hochleistungsmixer, hier in den Vitamix. Dazu einen Esslöffel Bio-Aronia-Beeren. Die Aronia-Beere ist ein starkes Antioxidant und daher ein guter Helfer im Kampf gegen freie Radikale und chronische Entzündungen. Mit ein wenig reinem, dampfdestilliertem Wasser weichen wir jetzt diese zwei Zutaten ein und lassen die erstmal eine halbe Stunde lang stehen, bevor wir dann die anderen Zutaten hinzugeben. Und als nächstes wäre das dann hier Kokosmilch. Dann hatte ich hier noch ein paar dunkle Trauben übrig, die ich hinzugegeben habe, gefroren, und ebenso hier jetzt die gefrorene Himbeeren. In einer späteren Version gebe ich dann auch frische Himbeeren hinzu. Hier gebe ich jetzt gefrorene Ananas hinzu. Man könnte mit den Früchten variieren. Zu einem anderen Zeitpunkt hatte ich dann Mango stattdessen hinzugegeben. Und dann kommt die allerwichtigste Zutat hinzu, das Cranberry-Pulver. Das muss von Bio- und Rohkostqualität sein. Cranberries können das Herz-Kreislauf-System und den Blasen-Nierentrakt vor Erkrankungen schützen. Die vorbeugende Wirkung von Cranberries gegen Blasenentzündungen ist in aller Munde. Einige wissenschaftliche Studien belegen diesen positiven Effekt. Als nächstes habe ich dann hier meinen selbstgemachten Kokosjoghurt hinzugegeben. Als gesundes Probiotikum, das sollte nie in einem gesunden Smoothie fehlen. Dann habe ich frisch gemahlenen Zimt hinzugegeben und hier jetzt meinen vorher gefrorenen und dann aufgetauten Bio-Apfelsaft, den ich einmal im Sommer selbst gepresst hatte. Und dann wird noch mit dampfdestilliertem Wasser aufgefüllt. Und als letztes kommt hier noch mein Kurkuma-Ingwer-Honig-Ferment hinzu. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Aufgrund der vielen süßen Früchte und auch des Apfelsaftes habe ich hier jetzt kein anderes Süßungsmittel hinzugegeben. Aufgrund der Früchte ist der Smoothie in diesem Fall natürlich auch nicht ketogen. Aber man kann da variieren und den Smoothie natürlich auch ketogen gestalten, indem man zum Beispiel die Ananas, die Trauben und den Apfelsaft weglässt und stattdessen einfach mit Xylit süßt. Und solch ein Smoothie, der dann nur aus Himbeeren, Aronia-Beeren, Chiasamen, Cranberry-Pulver und der Kokosmilch und dem Kokosjoghurt besteht, der würde auch schon richtig super lecker schmecken und auch sehr gesund sein. Aber hier in meinem Fall hatte ich so eine Art Restverwertung getan und diese Mischung hat einfach richtig köstlich geschmeckt. Mashallah. Das Wichtigste aber an diesem gesunden Smoothie sind jetzt die Cranberries, also das Cranberry-Pulver. Denn diese Früchte sind sehr reich an Antioxidantien und anderen wertvollen Inhaltsstoffen, die beispielsweise Entzündungen bekämpfen und den Cholesterinspiegel senken. Somit könnte auch das Herz-Kreislauf-System von den Cranberries profitieren. Cranberries enthalten Proanthocyanidine vom Typ A. Dabei handelt es sich um besonders wertvolle, hocheffektive Antioxidantien, die den menschlichen Organismus vor Schäden durch freie Radikale aus der Nahrung und Umwelt schützen. Die meisten anderen Früchte enthalten oft die weniger wirksamen B-Proanthocyanidine. Es gibt Studien, die zeigen, dass Cranberries vor allem regelmäßig wiederkehrenden Blasenentzündungen vorbeugen. Forscher vermuten, dass Cranberries verhindern, dass sich Krankheitserreger an der Blaseninnenwand ansiedeln können. Gleichzeitig sollen sie entzündliche Prozesse im Körper stoppen und so eine Vermehrung der Krankheitskeime unterbinden. Die meisten Blasenentzündungen werden durch Escherichia coli-Bakterien ausgelöst und diese E. coli-Bakterien werden besonders effektiv durch die A-Proanthocyanidine bekämpft, indem sie daran hindern, in Körperzellen einzudringen. Damit können sie einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung von Blasenentzündungen leisten. Von den entzündungshemmenden Eigenschaften der Cranberries profitiert natürlich nicht nur der Blasen-Nierentrakt, auch das Herz-Kreislauf-Risiko können Cranberries senken, indem sie das gute HDL-Cholesterin erhöhen und die Entzündungswerte senken. Und was die Aronia-Beere betrifft, so wirkt sie krebshemmend, antidiabetisch und antibakteriell. Auch kann sie die Nebenwirkungen mancher Chemotherapien mindern und vor Strahlung schützen. Und was die Himbeeren betrifft, so sind sie sehr gesund für Darm und Verdauung. Und aufgrund ihrer niedrigen glykämischen Last haben Himbeeren kaum einen Einfluss auf den Blutzucker- oder Insulinspiegel und sind daher für Typ 2 Diabetiker bestens geeignet, weshalb sie sich auch sehr gut für die ketogene Ernährung eignen. Mit diesem köstlichen Cranberry-Smoothie beugen wir vor allem wiederkehrenden Blaseninfekten vor. Damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Bekannten, damit so viele Menschen wie möglich daraus einen Nutzen ziehen können.
Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.